Ich befürchte übrigens, dass wir bereits schon lange in einem neuen Part angekommen sind. Weil ihr müsst wissen, ich nehme das Ganze gerade an einem Stück auf. Denn im Moment scheint Windows 10 läuft ein bisschen instabil, sagen wir es mal so. Und dementsprechend nutze ich das einfach gerade schamlos aus, dass ich mit OBS gerade dieses Spiel hier aufnehmen kann. Und muss das so lang wie möglich machen. Sagen wir es mal so. Ist zumindest der grobe Plan, wie das funktionieren soll. Jetzt, ah ja, doch, sollte eigentlich alle ziehen. Gemacht werden. Ja, alle 10 Minuten. Inspektion brauchen wir ja eigentlich nicht. Also man kann es nicht schaffen, dass nie eine Bahn ausfällt. Muss man dazu sagen. Und naja. Ich weiß jetzt halt nicht. Ist gerade halt etwas doof eigentlich. Ja, der Mechaniker ist doch bestimmt schon unterwegs dahin, oder? Jetzt ist er da. Glaube ich zumindest. Stellen sich auch mehr Leute an. Also, wie gesagt, das ist ja eine Parksimulation, die ist an mehreren Sachen echt unrealistisch. Wie zum Beispiel, dass alle paar Tage irgendeine Attraktion kaputt geht. Wofür gibt es denn TÜV? Das passiert in keinem normalen Freizeitpark. Außer vielleicht in Amerika. Ja, wobei, okay, gut. Das würde erklären, warum das hier so ist. Das Spiel kommt ja, glaube ich, aus Amerika. Von dem her erklärt es das auch ein bisschen, warum das Ganze so ist, wie es ist. Ah, die Teile sind scheiße. Na, endlich. Wieso kann ich das hier nicht bauen? Hier ist doch keine Achterbahn. Ach doch, hier ist ein Achterbahnweg. Man muss wissen, das Ding stellt sich auf und deswegen braucht das Platz nach oben. Deswegen weiß ich halt auch nicht, wo ich es vernünftig hinstellen soll. Weil ich den Park hier schon so zugestellt. Warte mal, da können sich diese Funktion hier lohnen. Kann nämlich das Ding hier quasi im Terrain anpassen. Was echt praktisch ist. Oh. Oder man macht's nicht. Mal schauen, wir das Ding so irgendwie in seinen Park reinbringt. Ich mach's jetzt einfach mal so. Hätte aber gerne einen Saloon-Eingang. Weil ich den cooler finde. Easy. Tagan, das ist auch wieder so ein Waldding. Oder Soaked. Ich weiß nicht aus welcher Erweiterung, aber es ist auf jeden Fall so ein Waldding oder Soaked-Ding. Und das ist halt auch unrealistisch. Das ist eine Show. Ah. Wo alles irgendwie programmiert ist und von Robotern gespielt wird. Und das braucht eine Notabschaltung. Dann kotzen die Leute, wenn sie rausgehen. Weil die Bahn kaputt gegangen ist. Obwohl sie einfach nur davor sitzen und vielleicht sehen, wie die Figuren feststecken. Ja, völlig unlogisch. Bahn. Aber wo bin ich denn hier gerade? Ach, bei der Minenachterbahn. Oh Gott, wenn wir jetzt hier nahe rangehen. Gut, dann hören wir das immer noch nicht. Das ist gar nicht mal so schlecht, weil ich die Musik ausgestellt habe. Was gar nicht mal so schlecht ist, denn ich habe ja die Original-Hintergrundmusik in einer Playlist.
Und die werde ich dann hier halt auch einfügen. Zumindest auch eventuell etwas thematisch orientiert. Und wir haben jetzt ein bisschen Geld, das heißt, ich würde mal sagen, wir bauen jetzt mal weiter. Wo sind wir denn gerade? Hier sind wir. Stellen jetzt schon mal wieder auf Test. Ich muss nämlich wissen, wie hoch die Geschwindigkeit hier an dieser Stelle gerade so ist. Bin ich hier schon hoch? Tatsächlich, das geht schon. Okay, auf 24 kann ich hoch. Okay. Bin ich hier über dem Weg oder was geht hier ab? Weiß ich. Hä? Okay, kunstvoll über dieses Häusel da gebaut. Ah, und jetzt komme ich irgendwie in die Bredouille, weil ich am Eingangsbereich bin. Jetzt komme ich hier in die Bredouille, weil hier ein Weg ist. Okay, und jetzt muss ich erstmal einen Weg bauen. Hoppla. Ich wollte eigentlich nur bauen, aber okay. Easy. Haben wir einfach mal die Achterbahn kaputt gemacht. Dann kann man auch Leute umbringen. Theoretisch. Das geht wirklich. Oh, wow. Also langsam wird es echt unübersichtlich. Wo hänge ich denn jetzt schon wieder? Ich glaube, ich hänge an beiden Teilen sogar. Okay. Ich habe mich gerade ein bisschen in die Bredouille gebaut, glaube ich. Nein, nein, ich will das so. Komme ich hier irgendwie wieder raus? Aus dieser misslichen Lage. Ja, komme ich. Aber ich möchte eigentlich, wenn ich ehrlich bin, jetzt mal in Richtung. Ich möchte die Bahn zu Ende haben. Da hilft mir da die aktuelle Situation nicht wirklich weiter. Weil ich hier nicht rauskomme. Wieso? Ah! Boah, nee, ey. Alter. Gut. Jetzt habe ich schon wieder kein Geld mehr. Darlehen hoch und wieder in den Baumodus gehen. Ja. Ich brauche. Das Ding muss jetzt fertig werden. Muss zugeben, ich habe langsam echt keinen Nerv mehr für das Ding. Ich möchte jetzt auch hier gerne von hinten bauen. Boah, da will ich jetzt aber mitfahren. Halt, erst normal Geschwindigkeit.
So. Das ist auch cool dran. Es gibt einfach einen Achterbahn-Simulator. Ich muss sagen, dass ich konnte noch nie so genial spielen wie jetzt auf diesem Computer. Boah. Das Ding geht schon gut ab, Alter. Oh Gott, ist das knapp. Huh. Alle Hände nach oben ist auf dieser Bahn definitiv verboten. Boah, egal. Woo! Also ist definitiv nichts für schwache Nerven. Alter, wir rasen da in einer Tour. Das Ding wird nicht langsam. Woo! Boah, da fahren wir einfach durch, Alter. Oh, geil. Alter, die Bewertungen. Boah. Und jetzt schalte ich die mal. Warte. Erst bin Talim wieder bezahlt. Alter, ist die gut. Heilige Scheiße. 8,5. Halt doch die Fresse, ist das gut. Oh mein Gott. Au, holy shit. Also man sieht schon, das Ding ist schnell. Das Ding ist sogar sehr schnell. Ich glaube, für viele im normalen Leben wäre das Ding auch zu schnell. Ich will bezahlen. Jetzt geht's. Und eröffnen. Forschungsförderung. Anfänger hat uns wieder mal gar nichts gebracht. Geil. Okay. Gut, drei Bahnen. Also wir brauchen nur noch eine einzige. Also wir brauchen noch eine Bahn, die ähnlich gut ist wie die hier. Ich würde aber mal sagen, fast, dass wir diese Streckendesign definitiv speichern wollen. Aber doch nicht unter Gigabahn 1. Knöterich. So. Das ist besser. Kann ich jetzt hier theoretisch bei Gigabahn? Kann ich das Ding auch löschen? Nee, kann ich nicht. Warten bis Volllast. Nice. Okay. Jetzt wollen wir noch eine dritte Achterbahn. Naja, also das Ding ist schon cool. Alles klar. Gut. Wie gesagt, dieser Park ist, wenn man ihn richtig gut betreibt, eine wahre Geldmaschine. Sieht man jetzt hier vielleicht auch dezent, dass das eine... Dass das extrem unrealistisch ist, wie viel Kohle man hier macht. Müssen wir jetzt mal schauen. Ja, also dieser Gewinn im Monat ist einfach abnormal. Ah, über 2000 Gewinne im Monat. Das geht eigentlich nicht. Ich werde mal fast vorschlagen. Es gibt jetzt gleich mal wieder einen kurzen Cut. Ich warte, bis ich so 20.000 oder vielleicht auch 30.000 Geld habe. Oh, ist tatsächlich in Euro. Man kann sogar die Währung umstellen hier. Das finde ich richtig cool. Währenddessen kann es gut sein, dass wir die Holzachterbahn freigeschalten haben. Dann können wir da wieder eine bauen. Weil die schlagen ja erfahrungsgemäß immer ein wie eine Bombe. Und dann passt das.
Also gibt's den Cut, dann haben wir wieder ordentlich Geld. Es werden wahrscheinlich auch so ungefähr bei Jahr 7 wahrscheinlich sein, bis wir die 30.000 beieinander haben, aber dann haben wir sie beieinander. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So, ich habe gerade gesehen, dass wir die Holzachterbahn freigeschalten haben. Und von dem her würde ich sagen, beenden wir das Ding auch wieder mit der Holzachterbahn. Welche ist das denn da? Kosmische Felsen. Ah, Zipper war Vanilla Hills. Wir sagen, bauen wir das Ding einfach. Ich hätte vielleicht einen anderen Wagentyp auswählen sollen, ich Idiot. Oh Gott, ist das Ding riesig. Das dürfte hier aber hinpassen, oder? Easy. Ja, direkt. Spiel. So. Sieht aber nicht so aus, als ob das hier verbunden ist. Ist aber anscheinend. Läuft. Ah. Na, bitte! So, hoppla, da ist mir das Kopfhörerkabel rausgeflogen. Gut. Ist gedreckt, wir haben ein neues Bahndesign. Coole Sache auf jeden Fall. Danke dafür. Hätten wir das auch geschafft? MyGame.dat Spiel speichern. So, das nächste Ding wäre eine Kreditflagge. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt cutten werde. Aber irgendwie werde ich dann, denke ich, schon cutten. Hoffe ich. Wäre sonst fail. Und naja. An den Bildern sieht man da schon so ein bisschen Vorschau, was so passieren könnte. Was auch immer das zu bedeuten hat. Das gibt's morgen. Bis dahin und ciao.